Aber die Kritik natürlich daran, dass die Jupiter-Saturn-Konstellation so populär geworden ist, dass sie heute schon fast als die Wahrheit dargestellt wird über den Stern von Bethlehem. In jedem Planetarium der Welt wird Ihnen das erzählt, dass diese beiden Sterne sich da begegnet sind. Und das war der Stern von Bethlehem. Die Kritik daran ist natürlich niemals verstummt. Und das Hauptmotiv, der krasse Widerspruch zu Matthäus, eben dieser Aussage, dass es sich um einen Stern gehandelt hat, hat dann Werner Papke 1995 dazu veranlasst, eine völlig neue Hypothese aufzustellen. Und zwar schreibt er, zitiere: Es bleibt als einzige wissenschaftlich vertretbare Möglichkeit, dass bei der Geburt des Erlösers ein neuer Stern am gestirnten Himmel erschienen ist, eine Supernova. Nun versucht er aufgrund der Darstellungen in dem Evangelium des Matthäus zu sagen, wo dieser Stern aufgeleuchtet sein muss, damit diese Berichte zum Matthäustext passen, und findet ein babylonisches Sternbild Jungfrau, das nicht mit unserem heutigen Sternbild Jungfrau identisch ist, beschreibt uns als Ergebnis seiner historischen Forschungen, wo diese Sternbild Jungfrau sich befunden haben soll, deutet es astrologisch aus und sagt dann auch noch, sehen Sie, hier ist die Supernova. Also das ist sozusagen ganz klassisch, wie die Astrologen vorgehen, wie im Himmel, so auf Erden. Also im Schoß der Jungfrau, und Jesus ist ja von einer Jungfrau geboren, da ist die Supernova. Das Zeichen also, was uns anzeigt, dass hier unten der Jesus geboren sein soll. Wir haben natürlich uns auch diese Hypothese mal angeschaut, denn man kann ja nun, wenn man weiß, wo liegt der Geburtsort geografisch, dann kann man natürlich, sehen Sie, hier ist zum Beispiel Bethlehem, dann weiß man natürlich ganz genau, hier liegt der Zenit, hier liegt der Himmelsnordpol. Man kann also ausrechnen, wenn dieses Sternbild in seiner Lage beschrieben ist von dem Forscher, wo dann die Supernova gewesen sein muss. Und nun ist bei den Supernovae ja Folgendes, und deshalb muss ich mit ein paar Worten noch auf die Physik der Supernovae kommen. Diese Supernovae müsste nämlich dann sozusagen am Nordpol unseres Milchstraßensystems zu sehen gewesen sein. Also nicht außerhalb, das ist ja nur, um Ihnen die Position zu verdeutlichen, sondern hier am Nordpol. Wir selbst stehen irgendwo hier auf einem seitlichen Spiralarm. Das ist ein Seitenanblick unseres Milchstraßensystems. Eine Supernova, meine Damen und Herren, das ist, ich hatte es schon ganz kurz erwähnt, zu Anfang eine Sternexplosion. Und zwar erfolgt eine solche Sternexplosion am Ende des Lebensweges massereicher Sterne. Wir sehen hier ein Bild aus der Magellanischen Wolke. Und an dieser Stelle hier, ein Foto vor der Explosion der Supernova, werden Sie gleich sehen, die Supernova-Explosion. Das ältere Foto hat man dann hinterher aus dem Archiv herausgezogen. Und plötzlich sah das so aus. Diese Aufnahme ist im selben Maßstab fotografiert. Es war nun allerdings nicht in unserem Sternsystem, sondern in der Magellanischen Wolke. Aber es war so auffällig, dass Astronomen in Chile beim Nachhausegehen abends, als sie nochmal hochschauten, gemerkt haben, da hat sich was verändert. Also es war nun nicht so eine strahlende Supernova. Das ist eine Supernova. Und wenn so eine Supernova explodiert, dann wird Materie in den Raum hinausgeschleudert mit gigantischen Geschwindigkeiten und Energien. Und diese Materie, die verschwindet natürlich nicht so schnell, sondern die ist bis zu Hunderttausende von Jahren noch zu sehen. Das sind zum Beispiel hier solche Supernova-Überreste, ausgeworfene Gase von einem solchen vor 100.000 Jahren explodierten Stern. Oder das hier zum Beispiel ist der berühmte Krebsnebel im Sternbild Stier. Da sehen Sie hier auch Gasfilamente und hier ganz in der Mitte sitzt sozusagen der Überrest dieser Supernova. Und diese Gasfilamente, die Sie hier sehen, das ganze Ereignis hat im Jahre 1054 stattgefunden. Und diese Gasfilamente bewegen sich heute noch mit Geschwindigkeiten von mehr als 1000 Kilometer pro Sekunde vom Zentrum weg, nach dieser langen Zeit. Das heißt also, ich will damit sagen, eine Supernova hinterlässt ihre Spuren. Und sie hinterlässt noch eine Spur, nämlich der Stern, der explodiert ist, der wird zum Neutronenstern. Das heißt, der wird zu einem superdichten, sehr schnell rotierenden kleinen Gebilde, das dann gewissermaßen
so ähnlich wie ein Leuchtturm, wenn wir ihn beobachten, regelmäßig Signale aussendet mit ganz konstanter Frequenz, die der Rotationsfrequenz entspricht. Das sieht man also hier. Sodass wir also immer die Möglichkeit haben, auch wenn eine Supernova schon lange vorbei ist, wenn die Explosion schon lange zurückliegt, haben wir immer noch die Möglichkeit, sozusagen mit kriminalistischen Methoden zu schauen, ob dort eine solche Explosion stattgefunden hat. Und nun hat uns ja Herr Papke sehr genau gesagt, wo das Sternbild, das babylonische Sternbild Jungfrau gewesen sein soll, also wo die Stelle ist, nach der wir suchen müssen. Und da die Supernovae eben so selten auftreten und für die astrophysikalische Forschung so außerordentlich wichtig sind, hat man sich natürlich immer bemüht, alle Supernova-Überreste, die man irgendwo findet, genau zu dokumentieren, um das Phänomen zu studieren. Sogar in fernen Sternsystemen macht man das heute mit großen technischen Hilfsmitteln. Und siehe da, genau an der Stelle, wo Herr Papp gemeint, der Stern von Bethlehem wäre eine Supernova gewesen, ist nichts dergleichen zu finden. Das sind die einzigen Supernovae, die überliefert sind in der einigermaßen überschaubaren Zeit. Sie sehen, da gab es eine im Jahre 185, eine im Jahre 1006. Das ist die 1054, die ich eben erwähnte, der Krebsnebel. Dann 1572, dann hier 1604, die berühmte Supernova von Kepler, also die Kepler gesehen hat. Und dann hier noch eine von 1181. Mehr Supernovae sind nicht bekannt. Die Überreste, die man hingegen gefunden hat, das sind viel mehr. Aber kein einziger dieser Überreste steht an der Stelle, wo Herr Papp gemeint, dass die Supernova explodiert sein müsste. Wir finden also auch keinen Hinweis darauf, dass zum Beispiel eine Supernova der Stern gewesen ist, den Sie in dem Abendaufgang gesehen haben könnten. Und der dann allerdings auch während der Reise noch wohl weiter geleuchtet hätte. Insofern hätte es schon gepasst. Also Sie sehen, wie der Untertitel des Vortrags schon heißt, die Forschung beißt sich an dem Stern von Bethlehem die Zähne aus. Und dann kommen noch solche Leute und sagen, der Stern von Bethlehem war ein UFO. Naja, UFO geht ja noch, nicht? Wenn man UFO mal genau übersetzt, heißt es ja doch nur ein unbekanntes fliegendes Objekt. Das ist natürlich die beste Erklärung, nicht? Man sagt, wir wissen nicht, was es war. War ein UFO. Das ist aber hier nicht gemeint, meine Damen und Herren. Sondern der Autor dieser Hypothese, dass der Stern von Bethlehem ein UFO ist, nämlich Herr Benitez, den Sie hier sehen, das UFO von Bethlehem heißt sein Büchlein. Dieser Autor ist der Meinung, dass Außerirdische mit einer Flugmaschine hier gewesen seien, um den Magiern aus dem Morgenland den Weg zur Krippe in Bethlehem zu zeigen. Und das halte ich nun für dermaßen abstrus, dass ich vielleicht, nehmen Sie mir das jetzt übel, aber das nicht weiter untersuchen möchte. Also dann sind wir nämlich beim Thema Däniken, das müssen dann ganz andere Leute behandeln. Also so weit geht es, wenn man versucht, das Phänomen des Sterns von Bethlehem zu klären.